Wie kann man Spalten verschieben in Kalk? Eine datengefüllte Spalte B in eine leere Spalte D verschieben. Wählen Sie die zu verschiebende Spalte B in der Kopfzeile an. Klicken Sie auf irgendeine Zelle der ausgewählten Spalte. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie zur Spalte D gehen. In Spalte D lassen Sie die Maustaste los. Die datengefüllte Spalte B in die datengefüllte Spalte A verschieben und überschreiben. Wählen Sie die zu verschiebende Spalte B in der Kopfzeile an. Klicken Sie auf irgendeine Zelle der ausgewählten Spalte. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie zur Spalte A gehen. In Spalte A lassen Sie die Maustaste los. Eine datengefüllte Spalte in eine andere datengefüllte Spalte verschieben und letztere erhalten. Wählen Sie die zu verschiebende Spalte B in der Kopfzeile an, klicken Sie auf irgendeine Zelle der ausgewählten Spalte, drücken und halten Sie die linke Maustaste und die Alt-Taste. Bewegen Sie den Cursor zur Spalte A. In Spalte A lassen Sie die Maustaste los.